Die nächsten Star Wars NFTs erscheinen auf Vimy. Außerdem sehen wir den nächsten Comic Drop für den 3. November. Und es hat tatsächlich ein YouTuber, der über Vimy berichtet, zu Vimy gewechselt. Und das ist auf jeden Fall super interessant. Diese Themen und sehr viel mehr besprechen wir heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stein Captain, dein VBOG für die wichtigsten VB-News, die du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Deswegen abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn so verpasst du definitiv nie wieder VB oder auch Ekomi-News. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auch direkt rein in das erste Thema des heutigen Tages. Starten tun wir mit dem, wie schon angekündigten, nächsten Star Wars NFT-Drop auf Vimy. Das nächste wird ein Druiden-Drop sein und das Ganze wird am 3. November um 20 Uhr deutscher Zeit stattfinden mit insgesamt 4 ikonischen Druiden und ich bin tatsächlich sehr überzeugt davon, dass wir hier tatsächlich auch einen Airdrop sehen könnten, da wir tatsächlich auch bei den letzten Drops von Disney immer Airdrops gesehen haben, beziehungsweise sehr häufig Airdrops gesehen haben. Das heißt, ich schließe hier auf jeden Fall nicht ganz aus, dass wir auch einen Airdrop bei den Druiden sehen. Und ja, was für Druiden werden das denn sein? Wir haben auf jeden Fall einen schon mal hier vorne drauf und das ist nämlich der gute R2-D2, jetzt auch tatsächlich in der ersten farbigen Version und nicht nur in Farbe, sondern tatsächlich auch mit Sound und auch animiert und das hat hier LXT uns einmal schon mal vorgezeigt im Livestream von My Collectibles. R2 und C3PO are like the most iconic droids of the franchise. Yeah. Doesn't it sound great? It sounds amazing. Oh, that's so cool. Also Leute, wenn das mal nicht cool ist, ich persönlich feiere das natürlich extrem als Star Wars Fan, aber das ist tatsächlich auch anscheinend die einzige Animation, die wir tatsächlich bei den Collectibles sehen werden. Das heißt, R2-D2 wird wahrscheinlich als einziger auch animiert bleiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird das Ganze unter Droppreis gehen, so wie viele andere Collectibles auch? Und dort ist die Antwort ganz einfach, es kommt auf die Editionzahl an und darauf, wie hoch der Listenpreis ist. Reden wir von einem Listenpreis von in etwa 80 Gems pro Blindbox, dann kann das auf jeden Fall unter Retail gehen. Wahrscheinlich dann sich um die 60 bis 50 wird sich das einpendeln. Wenn das Ganze tatsächlich aber bei 80 Gems liegt und wir haben eine Editionzahl, sagen wir mal von 4000 Stück, ja dann wird das wahrscheinlich sogar über Droppreis bleiben. Ansonsten, es hängt halt wirklich mit diesen beiden Faktoren extrem eng zusammen. Ich werde dir da draußen aber auf jeden Fall eine Drop-Einschätzung zukommen lassen, wenn du mir auf Instagram oder auf Twitter folgst, denn dort werde ich das Ganze dann posten. Das heißt, folgt mir dort auf jeden Fall und dann wirst du auf jeden Fall benachrichtigt, wenn ich dort meine Einschätzung, wenn wir morgen die Details haben, raushaue und dann wirst du sehen, wie ich das persönlich sehe und ob ich den ganzen Drop mitnehmen werde oder versuchen werde, mir auf dem Marketplace ein Collectible zu holen. Wer sind aber nun die drei anderen Druiden, die wir sehen werden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es natürlich mit unter anderem seiner treuesten Begleiter sein wird und zwar nämlich C3PO hier einmal zu sehen, auch natürlich in Farbe. Aber wir haben natürlich auch noch zwei andere Kandidaten und wer könnte es sein? Auf jeden Fall BB-8 ist hier auf jeden Fall auch noch im Fail drin, aber wer tatsächlich der vierte sein könnte, ja, das ist so ein bisschen fraglich, weil es gibt da relativ viele Druiden, wie zum Beispiel auch diesen Druiden, den ihr hier seht, den es möglicherweise dort auf jeden Fall auch als Collectible geben könnte. Aber ich bin auf jeden Fall über deine Meinung in den Kommentaren gespannt. Was denkst du, welcher vierte Druide könnte hier auf jeden Fall noch passend dazu droppen und was für einen Airdrop könnten wir möglicherweise sehen? Ich bin sehr gespannt über deine Meinung und über deine Ansicht in den Kommentaren. Wenn dir übrigens das ganze Video bis genau zu diesem Zeitpunkt hier gerade gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn das unterstützt meine Arbeit und teilt das ganze Video so an noch mehr Leute da draußen über den YouTube-Algorithmus. Das heißt, das auf jeden Fall machen und jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit den zwei anderen sehr interessanten Themen. Morgen um 20 Uhr deutscher Zeit bin ich außerdem wieder live und das Ganze morgen tatsächlich mit dem guten Vimy Meister. Wir werden auf jeden Fall hier ein Interview führen und natürlich aber auch deine Fragen in den Kommentaren beantworten. Ihr werdet sehr viel mehr natürlich auch über den Vimy Meister erfahren, über seine Vergangenheit, was Collecting und so weiter angeht. Also seid auf jeden Fall gespannt und ich freue mich auf jeden Fall da draußen auf euch. Der nächste Comic-Drop steht auch vor der Tür und wir sehen hier am 3. November vor dem Star Wars-Drop um 16 Uhr deutscher Zeit im Blindbox-Format Uncanny X-Men 142, natürlich wie immer mit exklusiven Rare und Ultra-Covern. Für mich persönlich auf jeden Fall ein Comic, was ich mitnehmen werde, aufgrund einfach dieser Cover. Ich finde die Ultra-Rare an dieser Stelle extrem cool. Ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr cool und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Comic, was ich mitnehmen werde. Da muss man aber einfach ganz klar sagen, das ist ganz abhängig davon, ob ihr einfach das Comic cool findet oder ob ihr es einfach wegen Wertsteigerung sammelt. Denn aus Wertsteigerungssicht, ja, ist das Ganze nämlich ziemlich mau. Eine 9.6
Packs für gerade mal $300 ist halt einfach mal gerade gar nicht so viel. Aber für jeden, der auf jeden Fall das mag, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Ein ehemaliger Vivi-YouTuber hat außerdem zu Vivi gewechselt. Und das tatsächlich nicht einfach mal so zum Spaß, sondern tatsächlich zum Arbeiten. Und das muss ich tatsächlich sagen, ist ein sehr interessanter Move, denn man sieht hier tatsächlich auch, dass Vivi versucht, jemanden mit ins Boot zu holen, der erstens sehr viel Ahnung von Collecting hat und zweitens natürlich auch in der Community schon relativ präsent ist. Für jeden, der jetzt nicht weiß, wen ich hier meine, ich rede von Cory bzw. Vivi and Free. Dieser Account bzw. dieser YouTube-Channel wird nicht mehr weiter existieren bzw. einfach aus den Gründen, da natürlich Cory, dadurch, dass er ins Unternehmen kommt, sehr viele Insider-Informationen kennt und dementsprechend ist natürlich hier auch rein rechtlich gesehen schwierig werden könnte. Und dadurch, dass wir einfach auch mit Firmen wie Disney, Marvel und vielen großen Firmen zu tun haben, sind natürlich auch die Anforderungen an ihn als Privatperson extrem hoch. Und dementsprechend muss ich natürlich Cory hier auch ein bisschen zurückziehen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er dann uns alles auch präsentieren wird, denn er wird nämlich im Community-Bereich unter anderem tätig sein und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir mit Cory so alles sehen werden. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.